Es ist ein rauer Wind, der den Demokraten entgegenweht hier in Washington. Die Republikaner wollen unbedingt den ganzen Kongress erobern, das ganze Parlament im Kapitol hier hinter mir. Im Repräsentantenhaus haben sie schon die Mehrheit. Jetzt soll der Senat noch folgen diese Woche. Und die wichtigste Waffe im Kampf um den Senat, das sind Wahlkampfspots am Fernsehen. It's a mess. Dirty, noisy, and it stinks. I'm Mary Landrieu, and I approve this message. Well, of course you do. Dad, I have to say that even though I'm in the ad. That's right. I've been watching. She always is. I'm Tom Cotton. I approve this message. And I do too. Please send Joni Ernst to the Senate. Dass ein frecher Wahlkampfspot sehr viel bewirken kann, hat sie hier bewiesen. Joni Ernst, die republikanische Senatskandidatin aus Iowa. Sie hat einen Spot geschaltet, in dem sie erklärt, sie habe schon als Kind, als kleines Mädchen, immer Schweine kastriert auf dem elterlichen Bauernhof. Und sie werde auch in Washington den einen oder anderen potenten Geldausgeber der Demokraten zum Quietschen bringen. I'm Joni Ernst. I grew up castrating hogs on an Iowa farm. So when I get to Washington, I'll know how to cut pork. Joni Ernst, mother, soldier, conservative. I'm Joni Ernst, and I approve this message because Washington's full of big spenders. Let's make them squeal. Dank des Schweinchenspots ist Joni Ernst von der unbekannten Regionalpolitikerin zur Favoritin für den Senatssitz geworden. Dass es auch umgekehrt geht, zeigt diese Frau hier, Mary Landrieu, die demokratische Senatorin aus Louisiana. Sie hat für einen Werbespot ein ganzes Senatshearing nachgestellt mit Schauspielern und das hat ihr bei den großen Newskanälen viel Spott eingebracht. So, look at this. Do you think that there are a bunch of fairy godmothers out there that just wish a magic wand? That's the Senate hearing. Right. Do we have the actual ad? Do you think there are a bunch of fairy godmothers out there that just wave a magic wand? She wished a magic wand at the hearing. She waved one in the recreation. Mary Landrieu is one of these people in 2014 who's running on Washington, so to speak, is actually kind of blowing up in her face because there are so many details that just aren't true. Even look at the name placard in front of her. Doesn't exactly look like what you and I are used to seeing in a Senate hearing. Viel Persönliches von sich preiszugeben, das ist eine ganz wichtige Zutat im amerikanischen Wahlkampfmenü. Und einer, der das besonders ausgeprägt macht, ist er hier, Tom Cotton, der republikanische Senatskandidat aus dem Bundesstaat Arkansas. Okay, I'll admit, it took me a little while to warm up to Anna's dog, Cowboy. Just joking, Cowboy. I'm Tom Cotton. I approve this message, and I do love puppies, especially this one. Nicht nur Ehefrau und Hund spielen eine wichtige Rolle in den Werbespots von Tom Cotton, sondern auch seine Mutter kommt prominent vor. Einen Spot spricht die Mutter sogar ganz alleine und schwärmt darin von den Qualitäten ihres Sohnes als Soldat. It was Christmas. I was a newlywed and alone. Lynn was in Vietnam. But Christmas was harder when our son was in Afghanistan. Tom has a passion to serve our country. We need people in Washington who do the hard things. That's the only way to make things right. I'm Tom Cotton. I approve this message. Tom Cottons Vater soll angeblich neidisch geworden sein wegen dieser großen Medienpräsenz der Mutter im Wahlkampf. Und Tom Cotton hat es darum nicht lange gezögert und für den Vater gleich auch noch einen eigenen Spot geschaltet. You may have seen a TV ad with my mom. It made her a celebrity. And it made my dad a little jealous. Well, I've been here the whole time. Messing with these cows. I owe my dad a lot. He gave me a good name, a duty to country, a lot of common sense. And if you want to eat, you got to work. When you get through politicking, come on and give me a hand. I'm Tom Cotton. I approve this message. Offenbar zahlen sich all diese Spots für Tom Cotton aus, denn nach den jüngsten Umfragen sieht es so aus, als würde er die Wahl im Sturm gewinnen und in den Senat einziehen.